Hey Toad, ist dir nicht gut? Du siehst so anders aus. Hat dich ein Vampir gebissen oder ein Zombie? Ich weiß natürlich, es handelt sich um die Shroops aus Mario und Luigi. Zusammen durch die Zeit, vor allen Dingen. Habe ich irgendwelche Bikes noch nicht gehabt? Das ist jetzt die Frage. Das da hatte ich noch nicht. Es gibt da zwei verschiedene Trackback-Varianten. Das da und das da. Und das hatten wir schon vor einigen Parts. Jetzt nehme ich halt mal den Staubsauger. Sieht kacke aus. Ne? Wobei, den hebe ich mir auf. Der Shroop ist so klein. Nimm doch... Weiß auch nicht so genau. Irgendwas, was wir noch nicht hatten. Der ist aufgemotzt. Nee, der nicht. Der ist aufgemotzt. Ich nehme jetzt den. Das sieht doch passend aus. Meine Freunde. Heute gibt es den Yoshi Eye Cup und den Triforce Cup. Mit leicht veränderten Strecken. Ja. Aber wir sind off-topic geworden in den letzten Parts. Ich habe sehr viel erzählt. Das hat ja was wie aus den guten alten Mario Kart 8 Zeiten. Und manchmal blubbert es einfach. Manchmal blubbert es... Hier ist ja einiges falsch. Was ist denn hier passiert? Haben wir... Wir haben einen Custom Track! Was? Was? Wir haben doch noch einen Custom Track! Was? Was? Ich konnte gar nicht erkennen, was hier los ist. Also das nennt sich irgendwie, das ist Kalimari, aber es ist kaputt. Ey, die Strecke ist kaputt. Ich wollte doch heute in Ruhe was erzählen. Die Computer fahren auch nicht weiter. Das ist Müll. Was ist das für ein Müll, der fabriziert wurde? Also das ist eigentlich die Yoshi-Strecke. Ne? Man sieht doch, die Yoshis stehen überall rum. Aber es wurde die Kalimari-Würste genutzt. Ich glaube, da ist einfach ein Fehler passiert. Dem ML Godswag. Dem ist ein gravierender Fehler passiert. Der hat aus Versehen was Falsches genommen. Nee, das können wir nicht machen. Das ist schlecht, das ist schade. Ich dachte gerade, das wäre was komplett Neues, aber... Ja, das ist ja dumm. Dann werde ich die anderen drei vermutlich so abklappern. Nee, drei wollen wir jetzt. Excitebike. Da hat er was verändert und ist total durcheinander gekommen und keinem ist es aufgefallen. Eieiei. Ist hier jetzt alles wieder, wie es sein soll? Es scheint so. Ja, tut mir leid, dann kann ich nichts dran ändern. Ich hab mich schon so auf die Yoshi-Strecke bei Abend gefreut. Gut, nach dem Schreck, ne? Ich hatte ein Thema. Ich hatte ein Thema vorbereitet. Ich bin im letzten Part, viel erzählt. Aber es gab einen fließenden Übergang. Ich bin auf eine Sache gekommen, da kann ich gerne mit euch drüber quatschen. Das wollte ich jetzt irgendwann später tun, aber wir können es gerne schon mal anschneiden. Thema abnehmen. Ja. Ist kein Geheimnis. Ich bin eine fette Sau. Manche haben vielleicht ein anderes Bild. Ja. Und ich habe vielleicht schon mal hier und da was erzählt. Es gibt alte und neue Infos heute. Ich bin aber sau am Abnehmen. Also ich habe jetzt schon über 20 Kilo abgenommen. Über 22 müssten inzwischen sogar, wenn ihr das seht, noch mehr sein. Bin voll dabei. Wie ich das mache und warum. Alter, funky Mucke. Yeah. Funky Kong. Jetzt müssten wir den nur noch fahren können. Gibt's bestimmt auch als Character Pack. Bomben. Ja, was soll ich sagen, ne? Wenn man einfach nur lange Zeit war, hat man... Also, ich habe mein Gesicht ja noch nie so richtig... lange Zeit gar nicht so richtig präsentiert. Und es ist nur ausgesprochen selten auf den Thumbnails drauf und nicht Standard, ja? Eigentlich nur bei Reacts und sowas. Ich sehe die Pfützen verdammt schlecht. Ist nicht gut, hier die Pfützen so zu gestalten. Ja. Und es gab, ja, Leute haben mich halt so vorgestellt wie ihre Idealvorstellung. So ist es, ne? Wenn man Bücher liest und dann am Ende die Filme sieht, dann denkt man sich auch manchmal, das habe ich mir aber anders vorgestellt. Ich habe auch erst Harry Potter gelesen, bevor die Filme rauskamen und, auch wenn es beschrieben wird, habe ich mir Draco Malfoy irgendwie ganz anders, so dunkelhaarig vorgestellt. Whatsoever. Ja, und ich habe zu viel auf den Rippen, ne?
Mach mal kein Geheimnis draus, alles andere wäre gelogen. Aber das war nicht immer so. Lasst mich erzählen. Ich war zum Beispiel ein ziemlich schlankes Kind. Ja. Ich war keins von diesen moppeligen Kindern. Ich war immer ziemlich schlank. Gut, ich hatte so eine Moppelphase mit 12, 13 vielleicht. Aber ich sag mal, dann auch so mit Pubertät, wo man da so ein bisschen mehr auf sich achtet, ne? Dass man vielleicht nicht ganz unattraktiv ist. Und hier anfängt seine Haare zu gelen. Anfang der 2000er ging das noch, seid ruhig. Und da habe ich auch, ne, ein bisschen, ne, also keine Ahnung. Ich habe halt früher, das ist schon mal ein Hauptpunkt, ich habe halt nie irgendwie kochen gelernt oder mir irgendwas zuzubereiten. Ne? Was Mutter auf den Tisch gestellt hat, gab's zu essen. Hier ist auch schon wieder ein Custom Track. Hier ist alles, hier inzwischen ist alles kaputt leider. Das ist der andere Circuit. Oh, ist vielleicht der letzte Part heute, weil heute alles den Bach runtergeht. Ja, geht halt nicht, ne? Mann, hätte mal drüber gucken können. Und, ja, und wenn ich abends nochmal Hunger hatte, dann blieb halt nur irgendwie, was war noch da, eine Chipstüte oder... Ich hab mir Nutella-Brot gemacht. So mit 13 oder so, ne? Habe ich mir auch keinen Gedanken gemacht. Und hab halt Fanta und Mezzomix und so getrunken. Das ist halt so eine Sache, Zuckergetränke. Das war auch nicht schlimm. Wie gesagt, mit 16 war ich dann, war, keine Ahnung, 1,80 und 78 Kilo oder 80. Da flackert's ein bisschen in Mute City. Das war ja voll in Ordnung, oder? 78, das ist normalgewichtig. Auch laut BMI. Alter! Epileptiker, bitte wegschauen. Scrollt runter in die Kommentare. Was ist denn das für ein Rotz hier? Das Pack geht, dem Pack geht die Luft aus. Ne, das mache ich nicht mit. Das mache ich nicht mit. Nächstes. Jetzt bin ich sauer. Ich wollte doch in Ruhe was erzählen. Hoffentlich ist nur der eine kaputt. Dann machen wir wieder 4 Strecken. Und hoffe, dass der hier funktioniert. Ich bleib trotzdem im Versus-Mode, man weiß ja nie. So. Ja, und passt auf. Also ich war wirklich normalgewichtig. Punkt. Ausrufezeichen. Und dann habe ich ja meine Ausbildung gehabt. Als Elektriker. Oder damals sagte man besser Energie- und Gebäudetechniker. Klang besser. Anstrengend, ne? Dass wir uns richtig verstehen. Auf dem Bau. Und zwar, Lehrlinge müssen halt schon die Drecksarbeit machen. Die müssen die Kabeltrommeln in den dritten Stock schleppen oder auf dem Rohbau die Schlitze stemmen und hast du nicht gesehen. Der typische Elektriker, der vom Schaltkasten sitzt, das macht ja kein Lehrling, ne? Das kommt ja erst mit der Zeit. Du bist also wirklich, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Ich habe oft genug drüber geredet und das für 300 Tacken im Monat, das ist heute gar nicht mehr möglich. Aber das war meine Ausbildung 2005 bis 2009. Ja, je länger man dabei war und desto neuere Lehrlinge kamen dazu im ersten Lehrjahr dann, desto im Schnitt mehr Leid wurde einem erspart. Aber es war halt super anstrengend. Und ich hatte schlicht einfach nicht die Kraft für diesen körperlich anstrengenden Beruf. Ich sag's euch wie das. Es war so anstrengend und ich war halt wirklich Hanswurst. Gut, ich war noch nie dünn gebaut, so. Ich war schon breit, aber ich war halt normalgewichtig. Ich musste lernen für meine Ausbildung, damit ich Kraft habe, musste ich lernen zu essen. Mir Energie zuzuführen. Essen, mehr essen. Ja, nicht nur so ein bisschen Larifari, sondern richtig reinhauen. Und dann hatte ich Kraft, ne? Dann hatte ich richtig Power, mit der ich dann arbeiten konnte. Und ich hatte Muckis, ne? Das war anstrengend, ne? Das war auch nicht schön. Na gut, ich erinnere mich, ne? Pause in dem Wohnwagen und dann musste ich zum Metzger und für jeden was mitbringen. Das war deftig. Da hast du dir viel Nährstoffe zugeführt und dein Körper hat es auch gebraucht. Als ich noch nicht gut gegessen habe, ich bin erst zu meiner Ausbildung, zu der Firma, wo es dann losging und dann bist du rausgefahren, sonst wohin, auf die Baustelle. Da bin ich mit dem Fahrrad erst gefahren, da war ich schon schlapp. Und da hatte ich gar keine Kraft mehr für den Tag. Da bin ich schnell auf Bus und Bahn umgestiegen. Und später Roller und danach Auto. Aber ich sag's euch, wie es ist. Das war ein Grauen. Grauenhaft war das.
Es war anstrengend. So, und ich habe zum Beispiel, ne, auf einem Flachdach, also so einem großen Bürogebäude mit 10 Stockwerken, und da das Dach ist natürlich flach und nicht schief, und auf so einem Flachdach sind halt so Steine drauf. Und da sollte Kabel verlegt werden. Dieses Kabel muss in Isolationsrohr, in I-Rohr gelegt werden. Und das Isolationsrohr muss in so Schellen. Ja? Und die Schellen, die müssen irgendwo dran. Und dann musste auf dieses Flachdach, auf die Steine, so Bodenplatten gesetzt werden. So einmal ein Meter groß. Ja? Und halt ziemlich breit und ziemlich schwer, dass sie nicht von Stürmen weggeweht werden können. Und ich als erbärmlicher Lehrling im ersten Ausbildungsjahr musste dann natürlich diese extrem schweren Steinplatten heben und von dem Balkon oder wie man es nennen möchte, über die Leiter, ja, also draußen an der Leiter, aufs Dach. Ach. Ernsthaft. Ist abgestürzt. Komplett abgestürzt hier. Also die Strecke fällt auch raus. Oh, oh, oh. Das Let's Play findet ein Ende. Ich sag's euch. Ja, und dann musste ich diese wirklich schweren Steine, weiß nicht, wie 30 Kilo schwer, immer die Leiter hochschleppen und oben hinreichen. Und ich hatte keine Kraft dafür. Mir wurde schwarz vor Augen. Ich war ein kerngesunder, junger Mensch, aber ich hatte nicht genug, um diese Anstrengung zu schaffen auf Dauer. Und ich musste wirklich einfach lernen. Ich habe ein Grand Prix gestartet. Oh, das geht doch nicht. Markus! Ich musste lernen, mir einfach Energie zuzuführen. Und dann, als ich quasi gelernt habe, mehr zu essen und noch mehr zu essen. Und mein Körper hat das auch gebraucht in diesem anstrengenden Prozess. Ja? Mal sehen, ob die Strecke geht. Dann hat es funktioniert. Und dann habe ich mich eingependelt. So war das in Ordnung. Viel Verbrauch, viel rein und viel gebraucht. Okay, jetzt ist der Punkt. Dann war meine Ausbildung zu Ende. Ausgelernter Elektriker. Ich wollte den Beruf nie wieder machen. War erst bei meinem Opa unterwegs. Mein Opa hat eine Firma gehabt. Hat die immer noch, aber nicht mehr wirklich, weil keiner mehr arbeitet dafür. Ja. Und da habe ich da mitgearbeitet, war viel chilliger, aber auch immer noch körperliche Arbeit, ja. Und ihr wisst ja, dann habe ich mit Let's Plays angefangen und da habe ich immer noch so ein bisschen gesucht, was will ich eigentlich arbeiten. Habe ein paar Monate im Einzelhandel gearbeitet, Regale auffüllen, wa. Und sogar 2 Tage bei McDonald's. Und weil man da komische Schuhe anziehen musste und das Fett in der Kirche bin ich ausgerutscht und habe mir die Hand gebrochen. Und dann nach 2 Tagen Krankenschein und dann haben sie mich rausgeschmissen. Leck mich nur, ne? Und dann hat sie angefangen, dass ich mit Let's Plays Geld verdienen konnte. Und hier bin ich nun, über 10 Jahre später. Seit September 2011 verdiene ich Geld mit Let's Plays. Und deutlich mehr, als ich mir gedacht hätte. Ich dachte erst so, ja, so ein Bonus von 50 Euro im Monat wäre nett. Aber vierstellig. Und da bin ich sehr dankbar dafür. Aber zum Thema. Ich hatte keine Bewegung mehr, Froffelkopter. Ich hatte keine Bewegung mehr und ich hatte mir antrainiert, richtig deftig und gut zu essen. Ich habe mir also quasi immer noch relativ viel zugeführt, war es gewohnt, immer noch gut zu essen. Aber ich saß halt nur noch am PC, de facto. Ja? Und, wie soll ich sagen? So mit dem einen oder anderen Jahr kam was auf die Rippen, ne? Unweigerlich. Was ist? Da braucht man keine Diskussion. Wenig Bewegung, viel Essen, vielleicht auch nicht immer das beste Essen. Bin auch eine olle Naschkatze, ja. Gewesen, ja. Wir werden ja auch jetzt zur positiven Kurve noch kommen. Und hab mir auch nichts dabei gedacht. Und zuckerhaltige Getränke, ne? Mezzomix, Schwipp, Schwapp, ja. Eistee. Ich hatte eine lange Zeit eine Eistee-Zeit, so von 2013 bis 17 oder so. Der gute alte Nesti. Nicht der heutige Nesti, der alte Nesti. Und, ja. Ich musste erstmal lernen, ne, selbst zu kochen und all das. Aber ich habe zugelegt, ne. Es war nicht lustig.
Irgendwann habe ich mir ein Sportgerät gekauft, nämlich so ein, nicht ein Stepper, wie heißt denn das? Im Endeffekt diese, heißt es Crosstrainer? Halt ein Fahrrad für zu Hause. Und das Ding ist gut. Das war recht teuer. Und das habe ich dann auch mal benutzt und habe dann mal abgenommen. Aber wie das halt so ist, man hat viel zu tun im Leben und dann kam ja Familie dazu und war für dafür nicht mehr viel Zeit. 2017 bin ich ja umgezogen. Ne? Von der alten Wohnung in die jetzige Wohnung. Dieses Fahrrad, dieser Crosstrainer, nennt sich das? Ich weiß nicht, wie es genau heißt. Ich sage jetzt immer Fahrrad, aber denkt nicht draußen ans Fahrradfahren, sondern drinnen Sportgerät, ja? Wo man in die Pedale tritt mit Sattel, ja? Und da habe ich zu den Umzugshelfern, ne, auch hier alles gesagt, ne, das gehört dahin, das gehört dahin. Und das Sportgerät, das Fahrrad, das im Keller stand, habe ich zu denen in... Oh, Lags. Heute passt nichts. Habe ich zu denen gesagt, ne, kommt in den Keller. Da haben die mich ganz blöd angeguckt, ne? Nach dem Motto, die fette Sau, die will das Fahrrad in den Keller haben, ja, und da stand es im Keller, ne? Aber wie soll ich sagen, ne? Ich habe weiter zugelegt und weiter zugelegt. War nicht witzig. Und dann auf der höchsten Stufe meiner Fettigkeit habe ich dann auch mit Facecam angefangen. Ist so, es ist so. 2019, 2020. Und gestreamt und dies, das. Aber was soll ich sagen? Das Fettainment hat mir ein bisschen die Augen geöffnet. Ja, reden wir nochmal über Wolle und Kornel. Und wer die nicht kennt, ne? Die haben ja einen Kanal gemacht. Und vielleicht machen sie den auch nochmal ein bisschen weiter, wenn sie Bock haben. Die streamen auf jeden Fall selbst. Manche von euch kennen sie. Das sind auch keine schlanken Spargeltarzahne. Nee, die haben auch was auf dem Rippen, kann man so sagen. Da ist es öffentlich sagen, wiederhole ich es auch, ne? Der Kornel ist über den 200 Kilo. Und ich weiß nicht, wie groß er ist. 1,85 vielleicht? Der Wollo hingegen ist um einiges kleiner. Ich glaube 1,70 vielleicht. Und er hat auch irgendwas mit 160 gewogen. Er sagte immer die 16 und hat aber auch abgespeckt bis auf die 14. Das ist so mein Kenntnisstand. Das heißt irgendwas mit 140. Ne? Hat er auch gut gemacht im Sommer 2020. Nur wenn ich das so höre. Ja. Alter, der Kornel 200 Kilo. Und der Wollo kann nicht mehr jede Sportart machen, weil er hier und da Rücken hat und da Probleme und da Probleme. Ich habe keinerlei Probleme. Das ist das gute Ding. Aber ich denke mir, wenn ich noch weiter zugenommen hätte, irgendwann kämen die Probleme. Dann könnte ich auch die und die Sportart nicht mehr machen, weil es im Rücken Knick gemacht hat, wisst ihr? Und, ouch, oh, mir tut der Popo weh. Ja. Dann, was begab es sich? Da haben die angefangen abzuspecken, ne? Und waren fleißig dabei. Oh, Hyrule hatte ich. Da machen wir jetzt einfach weiter, ne? Ich bin zum einen am Erzählen und es fielen ja viele Strecken aus. Dann machen wir den Deckel drauf heute, oder? Ich verliere leider oftmals den Faden. Alter, was ist im Babypark los? Voll die Hölle! Ja, das hat mich ein bisschen motiviert, ne? Und ich bin ganz ehrlich, ne, die Waage, die bis 150 Kilo ging, ja, so viel kann ich schon mal spoilern, die wollte mir auch keine Zahl mehr sagen. Oh, Markus, ja, Tatsache, bleib mal bei der Wahrheit. Und ich habe mir... die Musik. Ja, und ich habe mir halt auch Gedanken gemacht, ne, wie läuft denn das weiter? Was, ich bin 30 gewesen... Oder bin 31 geworden. Was ist, wenn ich 40 werde und so weitermache, dann wiege ich auch über 200 Kilo oder was. Und dann macht's Knack im Rücken und dann kann ich gar nichts mehr machen, kann nichts mehr dran ändern. Ja. Der Rainer Kallmund. Das ist gut, ja. Rainer Kallmund hat eine Magenband-OP gemacht. Und ich sag mal so, ne? Ich bin meiner Fehler ja bewusst. Zu wenig Bewegung, falsch gegessen und Zuckergetränke. Und da habe ich was dran geändert. Ja? Allerdings Wasser trinken finde ich halt furchtbar langweilig. Ich habe Wasser mit Sprudel und ohne Sprudel. Und keine Ahnung, wenn man nachts einen Schluck braucht, dann trinke ich auch Wasser.
Aber so für tagsüber brauche ich halt meine Cola, mein Cola-Scheiß. Und ich weiß auch, dass Coke Zero, die ganzen Zero-Produkte, auch nicht gesund sind, ja. Aber die Kalorien, wenn du anfängst auf die Kalorien zu achten, dann wirst du dir denken bei den Zero-Produkten, lol, das ist voll geil. Und das hat tatsächlich einen Umbruch bewirkt, ne. Jetzt werden viele sagen, Zero schmeckt scheiße. Lieber eine Zero-Cola als Wasser. Das ist so mein Motto. Eistee brauche ich gar nicht mehr. Ich trinke auch noch Wasser, aber wenn ich mal eine Coke brauche, dann ist eine Zero. Was ich mag Pepsi eigentlich gar nicht so, aber Pepsi Max Lemon finde ich geil. Schön mit Eiswürfel. Geiler Scheiß. So, das ist ein Game Changer gewesen, ja. Und, ja, da habe ich auch weitergemacht, ne. Ich verzichte im großen Rahmen auf alle möglichen Süßkram, das heißt Schoko, Chips. Guck mal, hier ist schon wieder was kaputt. Ja, ist die falsche Strecke. Was ist hier los? Was ist denn das? Ist das die GameCube-Strecke? Wir machen heute all the rest. Hilft nichts. Ja, dann nehme ich aber auch jetzt noch einen anderen Charakter. Dann nimm nochmal hier Bowsette. Fürs Meme. Dann nimmst du jetzt diesen Staubsauger. Auch wenn die Beine da rein verschwinden. Können vermutlich eh nicht richtig fahren. Käseland kaputt. Wildwoods. Jetzt, Markus, bitte erzähl doch. Du bist heute so ein schlechter Erzähler. Ich entschuldige mich bei euch, Freunde. So, ja, und Ernährung. Ja, also deutlicher Verzicht. Habe ich mir angenommen und ich habe dieses verdammte Fahrrad aus dem Keller hochgeholt, hier ins was weiß ich, wie vielte Obergeschoss ich wohne. Selbst dabei habe ich schon 10 Kilo abgenommen, dieses scheiß Fahrrad hochzuhieven. Aber ich finde es auch übelst, wenn ich mich auf so ein Fahrrad setze, ja, zum Trainieren, so ein Sportgerät, ja. Alter, der Remix. Bei so einem Sportgerät, dann finde ich das unglaublich, wie soll ich sagen, langweilig, da vergeht die Zeit nicht. Nach 2 Minuten habe ich keinen Bock mehr aus Langeweile. Mein Gamechanger in dieser Situation war, Filme anzumachen. Meine Blu-ray-Sammlung, da gibt es ja einen kleinen Stapel der Schande. Mit so ein paar Filmen, die ich einfach noch nicht geguckt habe. Und das Ding ins Wohnzimmer, schmeißt den Film an und radel dabei in Ruhe. Das hat's voll gebracht, ne? Und da kann ich ja 30, 40 Minuten radeln. Das ist also ein spezielles Kalorienverbrennprogramm. Ja, da gibt es Muskelaufbauprogramm und was ich nicht für Programme. Aber ich habe das kalorienverbrennende Programm, ja. Und dass da auch wieder Erholungsphasen dabei sind. Und ich sage euch, was ist das? Funktioniert wie eine Eins. Und da konnte ich Filme nachholen ohne Ende. Ich habe mich letzten Sommer akribisch vorbereitet auf den Bud Spencer und Terence Hill Stream. Ja, das Spiel Slaps and Beans. Da wollte ich erst die wichtigsten Bud Spencer, Terence Hill Filme durchgucken. Das habe ich gemacht. Radelnd. Ja, jeden Abend, zack, zack, zack. Ich habe abgespeckt. Ganz ehrlich, ich schäme mich noch für meine Zahlen und möchte einfach nur sagen, dass ich dann über 20 Kilo abgenommen habe. Ja? Also, keine Frage, ich bin ultimativ fett. Und also keine 200 Kilo. Aber, ja, wie gesagt. Bei meinem höchsten Stand wollte die Waage, die nur bis 150 Kilo geht, mir nicht mehr sagen, wie viel ich wiege. Und das war halt schon schade. Ja, und dann habe ich 20 Kilo abgespeckt, weiß ich, wie es ist. Und das ist nicht mehr als ein Freiboxen. Ich habe das Juli, August 2020 Hardcore durchgemacht und ich konnte es nicht so ganz halten. Permanent Sport machen und diszipliniert. Da wollte ich auch schon mal einen Kinderriegel essen. Ja, so einer bin ich halt, ne? Und ich bin auch keiner, der Sport mag. Ich tue es nur, damit der Körper nicht so meckert. Versteht ihr? Macht das nie. Also es gibt Leute, die haben Spaß an Sport und Leute, die bekommen Spaß an Sport. Ich hasse Sport. Ich bin einfach ein bequemer Typ. Ich erledige gerne meine Pflichten, aber ich versuche das auf bequeme Art und Weise zu erreichen. Versteht ihr mich? You know what I mean? Gut. Ja,
Aber wenn du erstmal am Radeln bist, dann geht's eigentlich. So, und mit dem Kalorienverbrennen-Programm, da fängst du an zu schwitzen wie eine Sau. Da muss ich danach halt auch immer duschen gehen, was halt auch nicht schlimm ist. Ja, ja, also ich bin schon ein reinlicher Typ, aber wenn ich den ganzen Tag am PC sitze, kann's vorkommen, dass ich nicht duschen muss, weil echt gar nichts los war. Aber wenn ich Radeln bin, dann muss ich auf jeden Fall duschen. So lege ich mich nicht ins Bett. Ja, und ich mache das meistens tatsächlich nach dem Aufnehmen und nach dem Stream. Auch jetzt, wenn ich hier mit der Aufnahme fertig bin, werde ich radeln gehen und gucke hier einen Batman-Film. Ich gucke einen Batman-Film. Ja, die ganze Nolan-Trilogie hau ich durch. Ich muss zwar so einen Film auf 2 oder 3 Male gucken, weil ich immer nur 30, 40 Minuten radeln kann, aber es läuft halt. Ne? Das Ding ist, solange ich auf Zuckergetränke verzichte, nehme ich nicht wirklich zu. Und wenn ich dann auch noch, wenn ich alles 3 mache, nehme ich halt ab. So. Und ich hatte mir das auch vorgenommen für Januar, aber da hat es nicht so viel Spaß gemacht. Da habe ich ein bisschen gefroren in der Wohnung. Ja. Und da wollte ich deswegen nicht die Heizung auf volle. Es war merkwürdig. Ich hatte im Januar echt keinen Bock, viel Sport zu machen. Und dann habe ich das halt wieder auf Sommer gelegt. Und was soll ich sagen? Juli, August wird gehämmert und ich habe schon wieder richtig was runter. Habe eine neue Zehnerstelle wieder erreicht und insofern ist es fast schade, dass meine Facecam Let's Plays, die waren 2019 bis 2020 rein, zu der Zeit war, als ich am fettesten war ever. Wo ich gute 20, 30 Kilo mehr gewogen habe. Ich finde, man sieht es mir nicht so richtig im Gesicht an. Ein bisschen vielleicht, wenn man vergleicht Streams von 2019 mit heute. Aber ich habe vor allen Dingen im Bauchbereich halt sehr viel abgenommen. Also ich erinnere mich, mein Bauch hat ziemlich viel Volumen gehabt. Und ja, da hat sich das meiste wegentfernt. Und ja, ich wollte halt noch ein bisschen leben. Ich sag's euch, wie es ist. Und es ist halt sehr ungesund, so viel zu wiegen. Und ich kümmere mich drum. Weiß nicht, ob ich mal wieder unter die 100 komme. Das wäre natürlich schön, aber das ist noch weit fern. Ich will es auch nicht überanstrengen, aber ich habe meine Mittel, ne? Und ich bin da ziemlich froh drüber, dass ich kann und dass ich auch will und dass ich wollen kann. Versteht ihr, was ich meine? Das ist wichtig. Ich fürchte, das ist eine Sache, die Cornel nicht so richtig schafft. Er will auch, aber irgendwie kommen bei ihm leider keine großen Ergebnisse. Der Wollo, Kollege Wollo, der schafft's, ein bisschen ab und zu mal wieder abzunehmen. Und ja, der hat aber auch schon Vorerkrankungen hier, dies und das. Der arme Kerl hat schon gelitten im Leben. Und da bin ich bisher noch fein raus und deswegen sollte ich bevor... Oh, wieder abgestürzt, ne? Geil. Deswegen sollte ich das anpacken. Und das werde ich weiterhin angehen. Und ihr könnt euch sicher sein... Ich werde euch in Zukunft unterrichten und dann nenne ich euch auch alle Zahlen. Mein Maximalgewicht, was ich jemals hatte, was jetzt, boah, ja, ich weiß nicht genau. Das schwankt natürlich auch immer, ne, je nachdem, wie viel man auf der Toilette lässt, ne, und nicht. Aber so gute 25 Kilo habe ich davon schon runter. Und das ist doch schon mal was wert. Ich hätte es nicht... ich bin falsch. Ich hätte es nicht gedacht, aber das ist heute der letzte Part dieses Let's Plays. Fast schon sorry, dass ich da jetzt... Ich hatte halt ein anderes Thema ursprünglich mal angeplant. Also, dieses Thema war nicht für den letzten Part gedacht. Und deswegen, während ich jetzt die letzten 3 Strecken überprüfe, ob die funktionieren, wird Zeit für ein Resümee. Es wird Zeit... dieses Let's Play richtig einzuordnen. Es wirkte wie ein großes Durcheinander, habe ich schon mal gesagt. Aber ich habe für euch die schönsten Sachen, denke ich mal, rausgefischt, die es gibt. Vielleicht findet sich sogar noch eine einzelne Strecke, die man einzeln installieren könnte. Aber einige gute waren dabei. Es ist deutlich, deutlich mehr Stoff bei Mario Kart 8 verfügbar, als ich es mir erträumt hätte. Und im Gegensatz zu Mario Kart Wii beschränkt sich das halt nicht nur auf die Strecken an sich, sondern es gibt auch neue Fahrer, Karts, Kartteile, Gleiter und ihr habt es gemerkt, ne, das habe ich auch ein bisschen genossen. Das hat für mich noch einen frischeren Touch gehabt.
dass man ganz wilde verschiedene Fahrer nehmen kann. Und das hat sich für Thumbnail auch angeboten, war, denke ich mal, interessant. Aber viele waren auch enttäuscht, dass die Strecken gar nicht so spannend waren. Ja. Das ist, glaube ich, WarioWare The Shake Dimension Musik. Hier und da kamen coole Ideen. Aber die Strecken an sich, die komplett neuen Custom-Strecken, gab es gar nicht so viele. Also wenn man die abzieht aus den Mario Kart Arcade Grand Prix, dann fällt ein ganzer Batzen. Und aus Mario Kart Tour, hier Sydney-Strecke, dann gibt es gar nicht mehr so viel. So, und dann gibt es natürlich Strecken, die auf frühere Mario Karts basieren, als wären sie eine Retro-Strecke in einem Retro-Cup gewesen. Weil die Strecke, die wir gerade fahren, ist ja auch eine GBA-Strecke. Sieht man hier ehrlich gesagt null an. Also ich glaube, das hier ist die Strecke, die am meisten abweicht von dem Original. Ohne Scheiß. Käseland auch, aber die hier noch extremer. Mit diesem welligen Streckenverlauf. Also nur, dass wir uns da richtig verstehen. Ja, also ich fand aber trotzdem, wir haben gute Sachen zusammengekratzt. Es wird sich bestimmt noch weiterentwickeln. Man könnte bestimmt in einem Jahr noch ganz viele andere Sachen zeigen, aber ich werde erstmal nicht drauf setzen. Mario Kart geht immer. Ich könnte ja mal gucken, ob ich so ein Arcade Grand Prix für euch spielbar kriege. Und wenn nicht, dann machen wir sowas wie... Also Mario Kart 7. Mario Kart 7 ist noch geplant. Das wäre auf jeden Fall ein Ding. Ich hatte Super Mario Kart und Mario Kart 64 Reloaded und die haben es voll verdient. Aber leider, was heißt leider? Oder zum Glück, Mario Kart Super Circuit und Mario Kart Double Dash, die Let's Plays von damals könnt ihr euch immer noch anschauen. Die müssen nicht reloaded werden. Also auf jeden Fall nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Vielleicht sage ich in 5 Jahren so, okay, mach mal wieder Super Circuit, aber das habe ich gut gemacht und da gibt es keinen Bedarf, irgendwas nochmal zu verändern. Finde ich. Na, stört das Spiel ab? Ne, wir dürfen. Ne? Aber Mario Kart 7 hätte es verdient, denke ich. Und damit verbinden auch viele was, also... Und noch Mario Kart DS habe ich schon Let's Played. Das gibt's nicht nochmal neu. Mit Mario Kart DS verbinde ich halt auch gar nichts, ne? Ich erinnere mich an einen Kommentar hier aus dem Custom Track Let's Play. Und zwar, als die Achterpiste aus Mario Kart DS auftauchte. Und ich erst ein bisschen gegrübelt habe, aus welchem Spiel ich sie nochmal? Und irgendjemand hat geschrieben, Markus, man merkt, dass du Mario Kart DS voll verdrängt hast. Leute, ich habe Mario Kart DS nicht verdrängt. Ich hatte es nie im Schädel drin. Jetzt, ich sag euch mal eins. Super Mario Kart. So viel gespielt auf dem Super Nintendo mit Freunden und dies und das und trainiert. Und ihr kennt die Geschichte vom Gottesgott. Und dann Mario Kart 64. So viel gespielt, trainiert. Jahrelang. Das hat man ja nicht nach einem Monat weggelegt. Das hat man ja die ganze N64-Ära, wenn einer zu Besuch war. Diddy Kong Racing ist ein besseres Spiel. Aber wir haben Mario Kart 64 eingelegt. Das ist so. Und, ja. Also 3, 4, 5 Jahre und dann der Retro-Aspekt dazu. Sau viel. Also wenn ich eine Tierliste machen müsste, wie viel habe ich Mario Kart gespielt? An oberster Stelle steht übelst viel gesuchtet, mega bis zum Umfallen, gezockt, gezockt, gezockt. Dann kommen bei mir Super Mario Kart und Mario Kart 64 hin. Und dann sehr viel gezockt stehen bei mir Mario Kart Super Circuit und Mario Kart Double Dash. Und dann steht da mittelmäßig viel gezockt, da steht nichts. Und dann ein bisschen gezockt, steht nichts. Und dann nur ganz wenig gezockt, dann stehen da Mario Kart DS und Mario Kart 7. Mario Kart DS habe ich mir sofort gekauft, aber ich habe mir nicht mal alle Strecken angeguckt. Geschweige denn diesen Missionsmodus. Das habe ich erst im Let's Play mit euch kennengelernt. Ich kannte nicht mal alle Strecken. Ich bin die vielleicht 1, 2 Mal gefahren, bevor ich mit Let's Plays angefangen habe. Ich kann die gar nicht verdrängt haben, weil ich die nur ganz flüchtig kenne. Ja, ich habe es euch gesagt und
Ich hatte halt sehr viel 2005 bis 2009 zu tun. Ausbildung, Lernen, Beruf, Schule, Beziehungsscheiß. Und das ist unweigerlich. Und Internet kam dazu. Da ist halt dieses ganze Zocken immer kürzer gekommen. Freunde, die letzte Strecke heute ist immer kürzer gekommen. Manche wundern sich, warum dieser Part heute so lang ist. Es ist der letzte. Funktioniert die Strecke? Scheinbar. So. Und Mark HDS, ich hatte... Und wenn ich gezockt habe, dann habe ich halt lieber auf meinem Fernseher. Und ich habe einen HD-Ready-Fernseher bekommen. Und da kam die Xbox 360 raus und es war der helle Wahnsinn. Und ich habe mich angefangen, stärker für Fußball zu interessieren, bin ins Stadion gegangen und Gaming kam kürzer. Und auf meinem DS, Mario Kart DS spielen, da habe ich halt lieber Mario Kart 64 nochmal eingeschmissen. Tut mir leid, das so sagen zu müssen. Mario Kart Wii, als Mario Kart Wii rauskam, das fand ich geil, ne? Auch da habe ich nicht alle Goldpokale geholt, aber ich habe dann online sehr viel Spaß gehabt. Und das ging ja auch rein bis meine Let's Play-Anfangszeiten. Selbst da habe ich keine Stunts gemacht, nicht gedriftet, keine Wheelies gemacht, wie man sie bei Mario Kart Wii tut. Weil ich einfach nicht so drin war in der Materie. Jetzt in dieser Tierlist habe ich halt nur... habe ich Mario Kart Wii nicht reingenommen. Mario Kart Wii habe ich dann auch am Ende des Tages, aber durch Let's Plays viel gespielt. Mario Kart 7 habe ich auch quasi nur das Let's Play gehabt. Ich habe da privat kaum dran rumgedrückt. Deswegen kenne ich die Strecken auch nicht wirklich. Also verzeiht mir das. Mario Kart 8. Die Strecken kenne ich. Jo. Deswegen, Mario Kart 7 ist aber ein gutes Spiel, ne? Wie willst du Mario Kart besser für einen 3DS umsetzen? Die Fahrerwahl ist, ne, ein bisschen komisch, aber... Ja. Deswegen, Let's Play Mario Kart 7. Könnte mal wieder kommen. Nächstes Jahr. Mit exzellenter Emulator-Qualität. Sag ich, wie es ist. Wir hatten ja auch Pokémon Alpha Saphir. Das sah richtig gut aus. Und so würde ich es mit Mario Kart 7 auch sehr gerne tun. Oder Paper Mario Sticker Star sah ja auch gut aus. Und so legen wir Mario Kart 7 neu auf, aber vermutlich erst Anfang nächsten Jahres, so Januar, Februar, das wäre schon... Hey, Rosalina drängelt sich vor. Das waren alle Strecken. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit diesem Let's Play. Ich bedanke mich nochmals beim lieben Maurice, der mir sehr damit geholfen hat, die ganzen Modpacks eigentlich zugesteckt hat. Und wir konnten viel sehen und kennenlernen. Ich hatte Spaß, ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß. Auch wenn es mal mehr, mal weniger lustig war. Und mal mehr und mal weniger spannend. Wir haben viele Charaktere. Jetzt konnte ich gar nicht, ich hatte mir noch aufgeschrieben, ich wollte noch mit Sandern und mit dem Metroid spielen. Es tut mir leid. Oder den Link's Awakening, Link, den konnten wir gar nicht spielen. Also Charaktere sind wir nicht mal durchgekommen. Aber wir haben viel gesehen, ne? Wunderbar. Das war's, haut rein. Ich hoffe, Mario Kart 9 kommt alsbald mal oder zumindest das nächste große Mario Kart wäre schön. Dann nehmt mit Kusshand und dann gibt's wieder ein endlos Let's Play bis in die Puppen. Und ab und zu spielen wir Mario Kart 8 auf Twitch, ne? Wer da Bock hat, da könnt ihr sogar mitjoinen und sowas. Mit diesen schönen Bildern hier verabschieden wir uns. Und ja, mir hat es eine Menge Spaß gemacht. Aber dieser letzte Part ist so viel länger als die anderen, deswegen Daumen hoch oder Daumen runter. Die Let's Plays werden immer bunter. Bis dann und ciao, ihr lieben Pikmin.